Jeder kennt den Spruch. Beim Klettern sind die Arme nur dazu da, dass man nicht aus der Wand fällt, die Kraft kommt aus den Beinen. Aber um seinen Füßen voll zu vertrauen, muss man die richtige Tritttechnik kennen. Worauf es beim Treten ankommt, das zeigen wir euch in diesem Video. Getreten wird im Normalfall mit dem Innen- und Außenriss und vor allem der Fußspitze. Für Toe- und Heelhooks wären noch die Ferse und die Zehenvorderseite von Interesse, das behandeln wir aber in einem separaten Video. Insbesondere Anfänger treten gerne mit dem Mittelfuß an, statt mit der Fußspitze. Diese Fußposition ermöglicht es kaum noch, den Fuß zu drehen oder aufzustellen. Wird der gleiche Tritt mit der Fußspitze belastet, bleibt der Fuß beweglich in alle Richtungen, sodass ihr die Körperpositionen verändern könnt, ohne den Fuß umsetzen zu müssen. Durch Strecken des Fußes könnt ihr zudem die manchmal entscheidenden Zentimeter zum nächsten Griff rausholen. Als Erinnerungsstütze für das Antreten mit der Fußspitze könnt ihr euch das Bild merken, dass ihr euren dicken Zeh auf den Tritt bekommen wollt. Das hilft beim richtig Treten. Ein gängiger Fehler, auch unter erfahrenen Kletterern, ist das hauptsächlich auf die Hände achten. Der Blick ist stets nach oben gerichtet, auf der Suche nach dem nächsten Griff. Darunter leidet oft die Präzision bei der Fußarbeit. Die Füße werden an der Wand hochgeschliffen und oft erst nach mehrmaligem Setzen auf den Tritt richtig fixiert. Das ist nicht nur schlecht für die Schuhe, das unpräzise Treten kostet auch viel Kraft. Für präzise und kraftsparendes Treten könnt ihr euch angewöhnen, beim Weitertreten euren Blick erst vom Tritt abzuwenden, wenn euer Fuß sauber platziert ist. Große Schritte erfordern viel Kraft, weil man sich vor allem über die Arme hochzieht. Versucht, so viele kleine Schritte wie möglich zu machen. Das spart euch Kraft in den Armen und ihr könnt präziser antreten. Gerade draußen am Fels solltet ihr so gut es geht probieren, die Schritte klein zu halten. Auf Kanten wird mit der Fußspitze sowie dem Innen- und Außenriss angetreten. Das Treten über Innen- und Außenriss ermöglicht in manchen Situationen die Hüfte näher an die Wand zu bekommen, um sich besser eindrehen zu können. Wenn ihr auf Volumen oder Slopern antretet, müsst ihr euch einer anderen Tritttechnik behelfen. Wird auf einem Reibungstritt nur mit der Fußspitze angetreten, besteht die Gefahr, dass ihr wegen mangelnder Haftung abrutscht. Versucht also, so viel Schuh wie möglich auf den Reibungstritt zu bringen und gebt viel Druck auf den Tritt. Je mehr Druck, desto besser hält der Schuh. Viele Einsteiger machen den Fehler, dass sie auf abschüssigen Tritten zu vorsichtig antreten, dabei mehr an den Griffen ziehen, wodurch Reibung am Tritt verloren geht und ein Abrutschen wahrscheinlicher wird. Bei abschüssigem Volumen ist es oft hilfreich, möglichst weit außen zu treten, da euch das ermöglicht, euch in die Wand reinzulehnen und das Körpergewicht optimal über euren Fuß zu platzieren. Zu guter Letzt habe ich noch einen super wichtigen Tipp für euch. Egal ob Anfänger oder Profi, wenn man es in der Wand mit der Angst zu tun bekommt, tendiert man dazu, nur noch auf seine Hände zu schauen und die Füße zu vernachlässigen. Wenn ihr das nächste Mal ein bisschen Panik in der Wand habt, guckt runter, probiert die Füße richtig zu setzen und ihr werdet sehen, ihr kommt viel leichter aus der Situation wieder raus. Also, einfach mal ausprobieren.